Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, Montagabend, und Montagabend ist jetzt unser neuer Duelltag mit unserem neuen Duell. In der linken Ecke von Ihnen aus Rudi Fussi und in der rechten Ecke von Ihnen aus Ewald Stadler. Grüß Hallo an die zwei Duellgegner. Es gibt ein Thema, das die letzten Tage in allen Medien das bestimmende Thema war, das wir natürlich auch heute hier groß besprechen werden, und zwar geht es um das Asylheim Drassenhofen, beziehungsweise genauer gesagt ein Asylheim, falls Sie es nicht verfolgt haben, das mit Stacheldraht umzäunt war, wo primär Jugendliche, männliche Jugendliche untergebracht wurden. Die Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner hat dann am Freitag die Notbremse gezogen und diese Jugendlichen oder beziehungsweise erlassen, dass dieses Asylheim geräumt wird. Die wurden jetzt mittlerweile überstellt in ein Heim der Caritas nach St. Gabriel in Niederösterreich. Rudi Fussi, starten wir gleich mit dir. Stacheldraht rund um ein Asylheim geht ja deiner Meinung nach gar nicht, oder? Naja, grundsätzlich, worum geht es hier? Es geht darum, da sind geflohene Menschen untergebracht worden in einer Einrichtung, die mit Stacheldraht umzäunt wurde, und der zuständige Landesrat hat das, ich meine, unfassbar dümmlich damit begründet, man müsse die Insassen dieses Heims vor den ganz aufgebrachten Bürgern in diesem Ort schützen. Erster Blödsinn, zweiter Blödsinn, und da geht es ans Eingemachte, nämlich an die Grundrechte. Jemanden gegen seinen Willen festzuhalten, Freiheitsberaubung, Freiheitsentzug, ohne dass irgendeine Verurteilung vorliegt, das sind ja keine Straftäter, von denen wir da sprechen, das sind junge Flüchtlinge, die wegzusperren, ist natürlich mit unserem Rechtsstaat in keiner Sekunde vereinbar. So, darum hat die Landeshauptfrau da reagiert, aber man wird sich anschauen müssen, wie es überhaupt dazu gekommen. Ein Tiefpunkt der Politik, es ist eine aufgeheizte Stimmung, das trägt sicher nicht zur Beruhigung bei, und dann noch an der Spitze die Aussage vom Landesrat Waldhäusl: naja, wenn die Linken sie aufregen, dann soll sie jeder zwei, drei mit heimnehmen, so als wäre das ein Tierheim, wo man sie entlaufene Tiere abholen kann. Also in der Sache so viele Dummheiten gemeinsam, aber vor allem ein schwerer Rechtsbruch. Und bin gespannt, ob Mickl-Leitner ihn halten wird. Können nur die Auswahl in Niederösterreich ist bescheiden. Entweder will man den NS-Lieder, Sänger, Landbauer, oder eben den Herrn Waldhäusl, der offenbar sehr begrenzte moralische und intellektuelle Begabungen hat. Herr Stadler, ist das Freiheitsentzug? Ja, zunächst einmal sollte man nicht, wenn man schon den Waldhäusl zu Recht kritisiert, sollte man da nicht sozusagen in ähnlich tiefe Schubladen greifen. Der Landbauer ist kein NS-Liedersänger. Ja? Udo Landbauer gehört einer Verbindung an, die ein problematisches Liederbuch hatte, das übrigens aus dem roten Bereich kommt. Aber das ist, deswegen ist er ja nicht der NS-Liedersänger. Ja? Bitte, du, polemisch überzeichnet. Ja, das ist aber mehr als ein bisschen polemisch überzeichnet. Das wäre schon strafbar, das, was ich jetzt ihm vorgeworfen habe. Zunächst einmal, ich bin vollkommen beim Herrn Fussi, was die dümmliche Argumentation des Herrn Gottfried Waldhäusl anlangt. Ich habe allerdings auch nichts anderes erwartet, ich kenne ihn schon länger. Ja? Das muss man aber davon trennen, seine wirklich blitzdumme Argumentation von der Sache selbst. Der Sache selbst nach muss man zunächst einmal sagen, dass selbst in Jugendheimen, in allen Jugendheimen, in allen Bundesländern für die Jugendlichen natürlich Hausordnungen gelten und nicht jeder einfach das Jugendheim verlassen kann, wann er will. Das gilt für jeden jugendlichen Österreicher, Nicht-Österreicher, der in einem Jugendheim untergebracht ist. Wenn man das Ganze als Jugendheim aufgezogen hätte, und offensichtlich war das geplant, weil es lauter Problemfälle sind, also alle die Jugendlichen, die dort drinnen sind, die sind aus anderen Asylunterkünften rausgeflogen, weil sie Problemfälle sind. Also muss ich sie so behandeln, wie man problematische Jugendliche in den österreichischen Jugendheimen behandelt, die alle öffentlich sind. Ja, das ist, kann ich auch sagen, jedes Jugendheim ist eine Form der Freiheitsentziehung. Dann ist mein Haus, Elternhaus, auch eine Form der Freiheitsentziehung, weil ich konnte auch nicht einfach weggehen, wann ich wollte als Minderjähriger. Das heißt also, das ist einfach dumm argumentiert. Natürlich, wenn ich Problemjugendliche habe, die sind in den österreichischen Jugendheimen genauso als Österreicher mit einer entsprechenden genauen Hausordnung und einer Aufsicht untergebracht, wie sie dort auch unterzubringen gewesen wären.
Und dann, wenn ich dann den Bericht lese von der Jugendanwaltschaft, dass das eine Art, also den Anschein einer Freiheitserziehung hatte. Also entweder war es einer, das war keine. Natürlich war es keine. Ja? Weil jeder konnte dort sich frei entscheiden und sagen, ich will hier raus, ich will zurück in mein Heimatland. Niemand hätte ihm das verwehrt. Was aber nicht konnte, ist ohne Aufsicht das Jugendheim verlassen. Ja? Das kann Sie auch. Entschuldigen Sie bitte, bei Problemjugendlichen ist das auch in Österreich der Fall. Was ist jetzt daran bitte problematisch? Wenn ich Problemjugendliche habe, die eine kriminelle Neigung haben, die aus guten Gründen aus anderen Flüchtlingsunterkünften rausgeflogen sind, dann muss ich dafür sorgen, dass die in einer beaufsichtigten Weise untergebracht werden. Oder sie sollen das Land verlassen. Ich finde es erstaunlich, wenn man jetzt sagt, problemjugendliche kriminelle Neigung. Wir leben in einem Rechtsstaat und solange es keine Verurteilungen gibt, ist das vielleicht eine nette Einschätzung Ihrerseits, aber die ist irrelevant. Entschuldigen Sie bitte, was tun wir da mit Jugendlichen in Österreich, an denen im Jugendheim untergebracht sind? Na, können Sie mir sagen, wie Sie auf die Idee kommen, dass es nicht die Sozialarbeit ist, die hier anzusetzen hat? Weil wenn wir Probleme mit Jugendlichen haben, auch mit österreichischen Jugendlichen, dann greift einmal die Sozialarbeit, dann gibt es Schulpsychologen etc. Kinder wo einzusperren, nicht die Ebene mit einem Stacheldraht. Aber bleiben wir auf der Ebene. Sagen Sie mir, nennen uns mal ein Jugendheim in Österreich mit schwer erziehbaren Kindern, das wie eine Kaserne mit Stacheldraht umzäunt ist. Das ist doch dümmlich. Über den Stacheldraht brauchen wir gar nicht reden. Der Stacheldraht war weder für die Angriffe der Drasenhofener Bevölkerung gegen das Jugendheim, noch für die Jugendlichen gedacht. Der gehört weg. Ja, das war völlig unnötig. Nein, aber es geht um die Frage, sich auch nicht jemandem vorgeworfen worden, dass irgendein Jugendlicher über den Stacheldraht klettern musste. Sondern es ging um die Frage, sind die betreut da drinnen? Haben die eine Aufsicht, ja oder nein? Und in allen österreichischen Jugendheimen, ja, wo minderjährige Jugendliche untergebracht sind, die als Problemfälle gelten, ich kenne das nämlich aus meiner früheren Tätigkeit als Volksanwaltschaft, da gab es immer wieder Beschwerden in die Richtung, haben natürlich eine entsprechende Hausordnungsbeachtung und eine Aufsicht. Ohne Aufsicht ist das selbst für Österreicher nicht möglich. Und wenn ich Jugendliche habe, die aus Flüchtlingsunterkünften rausfliegen, weil sie Problemfälle sind, und das sind alle diese, die da oben gewesen, dann habe ich für eine Beaufsichtigung und für eine entsprechende Hausordnung vollstes Verständnis. Aber wo mir jedes Verständnis fehlt, ist für die dumme Argumentation, die der Politiker verwendet hat. Waldhäusl. Also in der Sache finden Sie es richtig, das nur politisch blödsinnig. Ja, ich glaube auch, dass die Frau Landeshauptfrau sich da medial hat treiben lassen und überreagiert hat. Wo will sie denn jetzt hin? Mit diesen Jugendlichen muss sie jetzt in ein Jugendheim gehen. Ja, die sind eh schon untergebracht. Ja, aber in einem Jugendheim, und dort haben sie genauso Aufsicht. Ja, aber der Unterschied ist, also entschuldigen Sie, Herr Stadler, der Stacheldraht ist der Unterschied, das alles. Nicht nur der Stacheldraht, sondern ich gehe davon aus, dass und hoffe das sehr, dass in öffentlichen Jugendheimen natürlich dementsprechend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Dort in Drasenhofen wurde das offenbar privatisiert und Wachpersonal, wenn man so will, abgestellt. Das ist nicht die Unterbringung, die menschenwürdig ist. Das ist keine Art und Weise, wie man mit Flüchtlingen oder sonstigen Menschen überhaupt umgeht. Da geht es um die Betreuung. Das war die fehlende Betreuung, das ist ihm vorzuhalten. Ja? So, das heißt, ich habe fehlende Betreuung, ich habe Stacheldraht, ich habe eine völlig... Über den Stacheldraht braucht man gar nicht reden. Ja? Ja, der Stacheldraht hat ja auch... Ich weiß gar nicht, und wissen Sie, was die Spitze des Eisbergs war, dass er dann extra noch sozusagen Jugendliche dort internieren hat lassen, damit die ja pünktlich bei seinem Vorortbesuch anwesend waren. Also das liest sich in der gesamten Kette der Vorfälle wie ein komplettes Politikversagen, das aber wieder mal ohne Folgen bleiben wird, leider. Ja, ich sag's noch einmal, über die Gestion des Herrn Waldhäusl brauchen wir uns gar nicht lange unterhalten, weil da sind wir einer Meinung. Ja? Aber ich sag's noch einmal, er war nie eine Leuchte und er wird auch nie eine werden. Ja? Das möchte ich trennen, aber von dem Problem der Unterbringung, der Frage der Unterbringung von Problemjugendlichen aus Asylantenheimen. Und da hat jetzt bitte niemand ein Rezept auf den Tisch gelegt. Über den Waldhäusl rüberzufallen ist jetzt denkbar einfach, ja. Aber das Problem ist deswegen noch nicht gelöst. Das heißt, diese Jugendlichen, und da wird sich die Frau Landeshauptfrau jetzt darum kümmern müssen, weil sie hat jetzt dafür gesorgt, dass die in andere Jugendheime untergebracht wurden, ja, die brauchen aber dort eine Sonderbetreuung. Ja, die Frage ist, ob das in Bundeseinrichtung, Landeseinrichtung ist, wer da tatsächlich dann zuständig sein wird. Aber das Problem ist ja folgendes, wir neigen immer dazu, alle über einen Kamm zu scheren. Problemjugendliche ist nicht Problemjugendlicher. Erstens wissen wir gar nicht, waren das jetzt alles Problemjugendliche, wenn ja, hat da einer Semmel gefladert oder eine Gewalt begangen. So argumentiert, dass die straffällig geworden sind in der Vergangenheit. Sie sind kriminell. Also wenn sie straffällig geworden sind,
dann würde ich doch differenzieren wollen, ob jemand ein Zuckerl beim Lidl oder beim Spar gefladert hat. Okay, na, was für ein schweres Verbrechen. Ja, also erstens, wenn ich was stellen, die hätte ich wahrscheinlich keine Energy-Drinks fladern. Aber Entschuldigung, wir sprechen hier nicht von Delikten, die irgendwie sonderlich zu erwähnen sind. Das sind jeder Jugendliche in Österreich hat einmal irgendwo wahrscheinlich was gefladert, inklusive mir in meiner Jugendzeit. Also beim Kastner waren es, glaube ich, Zuckerl einmal. Ja. Weil die also Mann, das späte Geständnis. Also, ja, aber es ist verjährt, wie sie wahrscheinlich okay. bestellt. Nur, es sind jetzt, man braucht jetzt nicht so tun, als wären das irgendwelche gewalttätigen Schwerverbrecher. Das sind depperte junge Buben wahrscheinlich. Gut, in Ordnung. Okay. So, aber der entscheidende Punkt ist der, dass die Flüchtlingsbetreuung gesagt hat, wir können sie bei uns nicht mehr haben. Also bitte sorgt dafür, dass die wir wegkommen. Weil die haben das Personal noch viel weniger als das, was da oben der Fall war. Im Vergleich zu dem, was im Jugend, in der Flüchtlingsunterkunft vorhanden war, war das da oben schon eine goldene Betreuung. Ja? Aber natürlich ist die Frage zu stellen, war die Betreuung, sind die Betreuer, die dort eingesetzt waren, haben die eine Qualifikation gehabt, ja oder nein? Aber das ist bisher noch nicht untersucht worden. Dazu habe ich noch keine Berichte. Ja? Auch die Jugendanwaltschaft sagt dazu im Detail nichts, sondern nur von einem Anschein. Ja, was ist das? Anschein einer Freiheitsentziehung. Ein Verdacht für ja, das Juristen. Ein Anfangsverdacht. Also wenn der Politiker dumm argumentiert hat, der Bericht ist in dem Punkt auf jeden Fall auch dumm. Ja? Was ist der Anschein einer Freiheitsentziehung? Also entweder das war eine oder das war keine. Ja? Das ist einfach eine zeitgeistig dumme Formulierung. Der Punkt ist, dass geklärt werden muss, war eine entsprechende Betreuung vorhanden, ja oder nein? Und wo ist sie jetzt vorhanden? Wo sind diese Jugendlichen jetzt? Und gibt es dort eine Betreuung? Und die Verantwortung hat jetzt die Frau Landeshauptfrau übernommen, weil sie hat sie halt sozusagen ganz einmal rausgeholt. Ich meine, abgesehen davon, dass ich mich jetzt in die Kompetenzfrage nicht vertiefen möchte, weil die interessiert den Zuschauer am allerwenigsten und auch den Jugendlichen nicht. Aber die Frage ist, wer betreut die jetzt? Wie sind sie jetzt betreut? Das ist jetzt eine mediale Aufgabe. Da hat jetzt der Waldeisel nichts mehr damit zu tun. Wenn man sagt, die sind extra zu betreuen, dann bitte, wo werden sie betreut? Und vor allem, es ist ja auch in einem Jugendheim so, dass man nicht jeden Jugendlichen in jedes Jugendheim nehmen kann. Ja? Das ist ja auch ein irrsinniges Problem. Wir haben auch in den Jugendheimen immer wieder Fälle gehabt, wo man Jugendlichen in ein anderes Heim geben musste, weil sie sich in die dortige Heimgemeinschaft ja gar nicht eingliedern konnten und auch nicht wollten. Also das ist unglaublich diffizile Geschichte, die hier noch dadurch aufgeladen wird, dass es sich um Asylanten oder Einwanderer, Jugendliche handelt. Asylanten ist ja nämlich gar nicht sicher, die haben ja keinen Asylstatus bekommen. Und dass es sich um unterschiedliche Ethnien und unterschiedliche Religionsgemeinschaften noch zusätzlich handelt. Und das muss alles bitte, damit wir das auch mal geklärt haben, der PT-Steuerzahler dann auch finanzieren. Und da ja, wobei beginnt, die Kosten... Da beginnt es dann langsam für den Steuerzahler nämlich dann auch hängen zu werden. Na, ja? Bitte. Weil nein, bei allem Respekt, aber dass wir sozusagen eine Rundumbetreuung für Leute haben, für junge Menschen haben, die sich nicht an die Gegebenheiten in diesem Land halten wollen, da ist die Verschlossung also erstens gibt es dafür, Herr Stadler, für die Pauschalaussage, die wollen sich nicht an die Regeln halten können. Ja, da gibt es einen Indikator. Nur wenn so ein paar, nur die wesentliche die Frage ist, was ist denn die Alternative? Aus der Flüchtlingsunterbringung rausgeflogen. Ja, aber was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative, wenn Sie sagen, es sind Kosten für den Steuerzahler? Wissen Sie, fehlende Sozialen, wenn man sie nicht abschieben kann, ist die polemische Antwort, so wie Sie gesagt haben, naja, der kann ja raus aus dem Heim gehen, in sein Heimatland zurück. Sagen Sie das jemandem, der aus Afghanistan kommt oder aus Syrien? Ja. Viel Spaß. Ist keine Lösung. Also erstens, klingt gut, aber ist keine Lösung. Also ein erheblicher Teil von denen, die aus Afghanistan kommen, hier haben sich zu verbessern. Ja, dort ist durch internationale Gemeinschaft zugegebenermaßen ein Chaos erzeugt worden, aber das heißt nicht, dass wir Österreicher deswegen für das dafür, dass dort der Chaos herrscht, jeden, der aus Afghanistan kommt, von vornherein schon mit Flüchtlingsstatus auch hier aufnehmen müssen. Zweiter Punkt. Der stärkste Indikator ist, und das ist ja kein Zufall, dass der Wahlzettel hat die ja nicht irgendwo zusammengesammelt, gesagt, bitte gebt mir ein paar, damit ihr einen PR-Auftritt habt, sondern die sind aus den bisherigen Flüchtlingsunterkünften aus guten Gründen hinausgeflogen. Und das ist ein starker Indikator. Das heißt, das sind Problemfälle. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss sie in eine entsprechende Unterkunft geben, ob die in Drasenhofen ist oder in Kickeritz-Botschen, ist völlig wurscht. Ich muss eine strenge Aufsicht haben, ich brauche eine strenge Betreuung und ich brauche eine reglementierte Hausordnung, die so wie jedes Jugendlichen in einem Jugendheim in dem Land erzieherische und pädagogische Effekte hat. Daran führt kein Weg vorbei. Also man kann, wenn man Experten zuhört, gibt es entweder die Möglichkeit, entweder Problemfälle zusammenzufassen und dort gemeinschaftlich zu betreuen. Es gibt genauso den pädagogischen Ansatz, dass man sagt, man verteilt die sozusagen, damit man die nicht alle gemeinsam in einem Heim hat.
Grundvoraussetzung dafür, dass sowas überhaupt... Ich weiß es nicht. Also ich bin kein Sozialarbeiter, bin kein Pädagoge. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, es wird, und das kennt man ja auch, wenn man sich anschaut, die 15, 16, 17-Jährigen bei uns, die problematisch sind, Österreicher erst in der zweiten Generation, Ausländer, was auch immer, das ist bei Jugendlichen relativ wurscht, sofern es nicht eine zu starke Prägung gibt. Aber was wir da überall sehen, ist, wir investieren da zu wenig. Und alles, was wir da zu wenig investieren, weil Sie die Kosten angesprochen haben, das fällt uns dann zehnfach am Schädel, weil diese Leute werden dann auf ewig entweder in der Mindestsicherung verharren, werden eben, weil sie keine Möglichkeit zum Protowerb haben, kriminell werden, tatsächlich dann im Erwachsenenalter. Und da muss man gegensteuern. Ich bin sehr traurig darüber, dass man einerseits immer wieder von den Leuten was verlangt, aber selbst sozusagen als Gesellschaft nicht den extra Meter geht, um diese Interpretation und die Grundlage dafür zu schaffen. Weil das Erste, was diese Jugendlichen natürlich einmal brauchen, ist einerseits, so wie es die Ute Bock immer gesagt hat, eine strenge Hand, logischerweise, aber eine menschliche strenge Hand. Und dann Qualifizierung und eine Beschäftigung. Wenn die den ganzen Tag, und das haben wir in Dreiskirchen ja gesehen, und das sagt Pablo auch immer, ne? Dreiskirchener Bürgermeister, wenn die den ganzen Tag nur herumsitzen und nichts zum Tun haben, na klar, kommst du dann irgendwann auf Rede getan. Wenn der Waldhäusl dort der Beschäftigung für Beschäftigung gesagt hat, wäre das nächste gewesen, dass man im Arbeitslager vorgeworfen hat. Also bitte. Nein, Herr, es redet keiner von einem Steinbruch, sondern es redet von Deutschkursen zum Beispiel. Die Polemisierung dieses Themas liegt auf der Hand. Ja? Und daher, wenn man das Ganze sozusagen mal von dummen Verteidigungs- oder Defensivargumenten des Herrn Waldhäusl und von noch dümmlicheren Angriffen seiner Gegner einmal befreit und das Ganze auf ein nüchternes Niveau herunterbricht, dann sieht man, dass das schlicht und einfach eine Frage der Betreuung von Problemjugendlichen ist, die in Wirklichkeit als Einwanderer hier sind und man nicht weiß, was man mit ihnen machen soll. Und wenn ich die da beschäftigen kann, ja, dann bitte wunderbar. Das ist, da habe ich gar nichts dagegen. Das geht auch für die österreichischen Jugendhemden. Nur eines möchte ich den medialen Verantwortlichen sagen. Dem Waldhäusl tut sich jetzt den größten Gefallen, weil mit sinnlosen und völlig unsinnigen Tatvorwürfen, er hätte Amtsmissbrauch begangen. Da gibt es eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Freiheitserziehung, habe ich in Österreich gelesen. Ja. Gut, die bringt da, Herr Zanger, Herr Dr. Zanger. Ja, das wird der Herr Zanger... könnte sich als PR-Helfer des Gottfried Waldhäusl und der FPÖ anstellen lassen, weil da kommt gar nichts heraus. Und die FPÖ ist wieder mal in der Opferrolle drinnen, weil sie sich bemüht hat, etwas zu machen, was der Bürger genau so sieht. Ja? Und die politisch korrekte Masse ist wieder mal dagegen. Das heißt also, das dient denen. Also wenn man es planen hätte wollen, dann hätte man dafür sorgen müssen, dass irgendwelche menschenrechtsbewegten Anwälte sofort solche Anzeigen einbringen, weil das ist sozusagen, damit ist der PR-Effekt perfekt. Also das halte ich auch für nicht wirklich gescheit. Wobei Sie haben jetzt gerade Argument geschwächt, weil wenn Sie sagen, die politisch korrekte Masse, nein, weil Sie haben selbst aufgezählt, wie viel an dieser Maßnahme dümmlich war. Und an der Argumentation, an der Maßnahme und nicht. Und im Zweifel, na sicher, Stacheldraht, wir wissen nicht, ob die Betreuung... An der Maßnahme ist nur der Stacheldraht. Na, und die fehlende Betreuung offenbar, das aber das werden wir erst im Bericht, in folgenden Berichten sehen. Nur der Punkt ist der, sogar der Innenminister sagt, na, das ist eh irgendwie in Ordnung. Ich glaube einfach, dass es der Versuch ist, einer ständigen Grenzverschiebung der Blauen, um zu schauen, na, was können wir denn Neues machen. Du siehst da ungarische Verhältnisse. Nein, also ich würde, es ist ein Unterschied, Gott sei Dank, noch immer zwischen Ungarn und Österreich, auch wenn es gerade im medialen Bereich und was Message Control und direkt Zugriff auf Medien, wenn man sich etwaige Besetzungen zum Beispiel beim Kurier anschaut und auch den Direktzugriff von Fleischmann und den anderen Kommunikatoren im Kurzteam auf Medien, wo bewusst Druck aufgebaut wird und zwar nicht so wenig, in einer Qualität, die ich so noch nicht kannte, aber der Punkt scheint mir der zu sein, wenn man immer wieder schaut, das ist wie der Frosch in dem Kochtopf, wo man das Wasser schön langsam immer heißer dreht. In so einer Situation sind wir im Moment und die ÖVP opfert in ihrer Machtgeilheit einmal da der Postenbesetzungen und des Einflusses das, was man früher als christlich-sozial bezeichnet hätte, nämlich auch den Anstand und ja, die Frage ist, wie lange kann Sebastian Kurz da noch zuschauen? Also ist ja nicht nur die üblich Verdächtige von den Rechten verdächtigte Caritas, die da laut aufschreit. Sie sind Vorarlberger, Sie sehen, was in Hohenems los ist. Da gehen ehemalige Freiheitliche gemeinsam mit Schwarzen auf die Straßen gegen die Abschiebungen. Ja, also die Hohenemser Freiheitlichen will ich mir jetzt wirklich nicht äußern. Ja. Bevor wir über die Hohenemser... Welche Freiheitlichen gibt es denn eigentlich noch, den Sie gut finden? Das ist ja für mich... Ich glaube, da werden wir niemanden finden, nicht in dieser Sendung. Wir machen eine kurze Pause, bleiben aber beim Thema. Und zwar geht es um die NGOs, über die wir würde ich dann gerne mit euch beiden sprechen. Es wurde eh schon diskutiert in der Runde. Der Innenminister will die NGOs ja künftig entmachten bei der Flüchtlingsbetreuung. Ist das sinnvoll oder nicht? Kurze Pause und sind wir gleich zurück.
Rudi Fussi gegen Ewald Stadler. Ja, wir kommen zurück, Montagabend, Zeit für unser neues Duell. Wir kommen zur zweiten Runde. Sprechen wir kurz über die NGOs. Der Innenminister will die NGOs jetzt entmachten bei der Betreuung von Asylwerbern in Österreich und dann Rechtsberatung will er ihnen entziehen. Sinnvoll? Ja, abgesehen davon, dass allein schon der Begriff entmachten verräterisch ist, ja, weil die üben tatsächlich Macht aus über diese Schiene. Und daher finde ich das richtig, wenn er das professionalisiert und auch in den hoheitlichen Bereich zurückholt, wo es auch hingehört, und das sozusagen damit auch entpolitisiert. Ich glaube, der Innenminister hat derzeit ein anderes Problem als die NGOs. Ich glaube, dass er fürchten muss, dass man ihm das BVD wegnimmt. Ja? Weil das will sich die ÖVP offensichtlich, insbesondere der Herr Amann, als schwarzer Geheimdienst weiterhin sichern und ihm das entziehen. Also das wäre dann sozusagen der nächste Tiefschlag. Dann hätten wir Außenministerin ohne EU-Angelegenheiten und einen Innenminister ohne Zuständigkeit für den Geheimdienst, für den Inlandsgeheimdienst. Also das wird spannend werden. Daher halte ich das eher für ein Randthema. Die Flüchtlingsbetreuung interessiert den Österreicher fast gar nicht. Aber Sie finden es gut? Ich finde es korrekt. Ich finde, dass man längst die Betreuung der Flüchtlinge und auch die Beratung der Flüchtlinge auf eine professionelle und parastaatliche Ebene heben sollte. Weil NGOs die Verfahren künstlich in die Länge ziehen? Oder nein, was nicht nur das, sondern weil die NGOs das sozusagen eine eigene Industrie damit aufziehen. Diese Leute haben ja nur eine Daseinsberechtigung, solange sie Flüchtlinge haben. Also sind sie dafür, dass weiterhin möglichst viel Klientel im Land erhalten bleibt. Dann agieren sie ja damit gegen die Rechtsordnung, wo sie im Grunde wissen, dass jedes Rechtsmittel in Wirklichkeit sinnlos ist, weil sich am Sachverhalt ja nichts ändert, der schon in der ersten Instanz erhoben wurde. Ja. Es sind ja ganz wenige Fälle, wo es dann im Rechtsmittel sich herausstellt, dass der Bescheid zu heben ist. Also da sieht man schon ein unglaublich krasses Missverhältnis, das aber nur Kosten verursacht. Und da bin ich der Meinung, dass das richtig ist, was er da macht. Ewald Stadler meint, das ist eine eigene Industrie. 47% der Urteile der ersten Instanz in Asylverfahren werden in zweiter Instanz aufgehoben. Also de facto die Hälfte. Aber nicht aus sachlichen, sondern aus Verfahrensfehlern. Ja. Das ist in einer Rechtsordnung ja, soll sein. Wurscht, weil Sie gesagt haben, das passiert nicht und da agiert man gegen die Rechtsordnung. Wenn die Rechtsordnung vorsieht, dass man Rechtsmittel einlegen kann, dann ist es natürlich völlig legitim, das zu tun. Industrie. Kämen Sie auf die Idee zu sagen, Caritas, Volkshilfe, Diakonie betreiben eine Pflegeindustrie? Weil tatsächlich ist es so, dass Caritas, Diakonie und andere NGOs in weiten Teilen die Aufgaben des Staates etwa in der Pflege übernommen haben, in der mobilen Pflege, in der Hauskrankenbetreuung. Und bei Flüchtlingen genauso. Ich kann mich gut erinnern, 2015, wir hatten unser Büro in der Triesterstraße 33, 10. Wiener Gemeindebezirk. Als ich dort ausgezogen bin, wurde in meinem Büro eine Notschlafstelle der Caritas eingerichtet, in einem 200 Quadratmeter Büro, wo wir vorher zu fünft gearbeitet haben, haben dann ohne Dusche 150 Leute geschlafen für eine Woche. Hätten Caritas und andere NGOs an der Spitze der Flüchtlingskrise 2015 nicht alles in Bewegung gesetzt, dann hätten wir tatsächlich viel, viel ärgere Probleme gehabt in Österreich und da hätten sich dramatische Szenen abgespielt. Erstens. Zweitens. Der Staat ist nicht in der Lage, alles zu regeln. Der Staat lagert viele Dinge aus. Er lagert sogar Schubhofzentren wie Vordernberg an private Sicherheitsfirmen aus. Und wir wissen, dass NGOs großartige Leistungen erbringen von den Blaulichteinsätzen, von Krankentransporten über die mobile Pflege, als auch bei Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, als auch bei der Flüchtlingsbetreuung. Und eine Entmachtung kann da gar nicht vorliegen, weil ich schaue mir an, dass plötzlich jetzt eine schwarz-blaue oder türkis-blaue Regierung hergeht, die immer gesagt hat, man muss in der Verwaltung sparen, man muss den Staatsapparat, der so aufgebläht, sehr kleiner machen. Und wenn man dann tatsächlich sämtliche Flüchtlingsagenten sich als Staat nehmen würde, dann würde das ja zu einem Anstieg von zusätzlichen Kosten im Personalbereich, nicht im Sachkostenbereich, sondern bei zusätzlichen Beamten bzw. Vertragsbediensteten. Das braucht man nicht. Das ist ein System, das funktioniert. Logischerweise, wenn man sich anschaut, um zum Schluss zu kommen, weil es war ein bisschen zu lang, Entschuldigung, beim Bundesamt für Asyl, wenn man sich diese Bescheide anschaut mit der ist nicht schwul genug gegangen, den kann man abschieben. Das ist völlig korrekt. Das sind Ausreißer, das braucht man nicht. Ich habe gewisse Zweifel, dass das einen Sinn macht. Ich glaube, es ist wieder Symbolpolitik. Man will diesen bösen linken NGOs was wegnehmen.
Ich habe keine Vorstellung, wie man Diakonie oder Caritas als links sehen kann. Ja, aber okay, das ist ja halt das, was man immer wieder sagt. Ich persönlich halte das für Symbolpolitik, die schädlich für die Gesellschaft ist, weil die NGOs dankenswerterweise sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen in diesem Land, die der Staat nicht mehr in der Lage ist zu erfüllen. Das ist schlichtweg die Realität. Also tut man die Dinge nicht vermischen. Soweit ich die Pläne des Ministers kenne, will er nicht die Flüchtlingsbetreuung, sondern die Flüchtlingsberatung denen entziehen. Rechtsberatung? Oder? Ja, Rechtsberatung. Es ist etwas völlig anderes hat mit der Pflege und mit dem Pflegeaufwand, das in Seniorenheimen erbracht wird. Ich sage nur, was die alles machen. Ja, ja, schön, wunderbar. Ja. Aber die sollen sich auf das konzentrieren, wofür sie zuständig sind. Wenn sie die Flüchtlingsbetreuung machen, für Unterkünfte sorgen, dafür sorgen, dass dort ein warmes Essen da ist. In Ordnung, das sagt ja niemand etwas. Ja? Wenn das ein Anliegen ist, kann auch für die Caritas spenden. Von mir kriegen die keinen Cent. Für die kann ich sowieso nicht. Das ist der evangelische Bereich. Daher habe ich dort überhaupt keine Veranlassung, etwas hinzuzahlen. Aber wie dem auch sei. Das heißt, die sollen betreuen, so gut sie können. Aber die in der Rechtsberatung haben die meiner Ansicht nach nichts verloren. Wenn sie dafür ein Geld in die Hand nehmen wollen, ja, dann können sie nicht sagen, dass sie vom Staat ein Geld holen. Sie können das aus ihrem Spendenaufwand machen, wie auch immer. Aber wie sie ihn dann überhaupt wegnehmen, und das ist der Punkt. Ja, die haben ja eine Art Stellung als Amtspartei bekommen und ich sehe das überhaupt nicht ein. Es gibt keinen Grund dafür, für irgendwelche private, sei es kirchennahe oder pseudokirchliche Organisationen, eine quasi Amtsparteistellung einzuführen. Und das hat man aber gemacht. Ja? Und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass das der Fall ist, wenn die sich die Caritas sozusagen dafür Anwälte holt und sich das leisten möchte, das im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung, dann sollte es die Caritas aber selber finanzieren. Aber dass die selber dann ja eine Stellung als Amtspartei im Verfahren bekommen, ja, die sind ja sozusagen professionelle Parteienvertreter geworden, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und letzter Punkt noch, die Betreuung von Pflegefällen in Niederösterreich liegt in erster Linie in der Hand des Hilfswerkes und der Volkshilfe. Auch eine NGO, ne? Ja, schon, aber das hat nichts mit Caritas und mit Diakonie zu tun. Caritas und Diakonie konzentriert sich schwergewichtig mittlerweile auf die Flüchtlingsbetreuung. Sollen sie weiterhin machen, das hat auch der Innenminister verlangt, nichts. Aber dass sie die Stellung als Amtspartei in den Verfahren verlieren, das ist mehr als fällig. Aber Herr Stadler, eine Frage an Sie als Juristen. Wo ist der Unterschied, wer jemanden Rechtsberatung gibt? Wenn es der Staat macht, entstehen dem Staat Kosten. Wenn es die Caritas macht, finanziert sie das zuerst selbst und bekommt die Kosten in Eventu ersetzt. Die Caritas selber sagt, es ist dann nicht mehr unabhängig, so, wenn es der Staat macht. So würde ich das auch sehen. Ich bin für eine strenge Trennung der Staatsgewalten. Und ich glaube, dass eine Rechtsberatung, die im Innenministerium stattfindet, natürlich auf Weisungsebene so stattfinden wird, dass möglichst viele Rückführungen und Ausweisungen stattfinden und negative Bescheide. Es gab einmal eine Zeit unter SPÖ-Alleinregierung und dann unter großer Koalition, wo es noch keinen Status für Caritas und Diakonie als Amtspartei gegeben hat. Und der Rechtsstaat ist trotzdem nicht zusammengebrochen. Ich will nur sagen... Ja, aber da gab es diese Situation wie 2015 nicht, Herr Stadler. Von der reden wir jetzt aber auch nicht. Noch einmal, diese Stellung ist ja nicht mit 2015 eingeführt worden, ist ja schon viel früher eingeführt worden. Aber sie hat jetzt einen Sinn. Nein, sie hat überhaupt keinen Sinn. Sie hat nur den Sinn, dass Caritas und Diakonie ihre eigene Klientel im Lande halten möchte, solange es nur irgend geht, auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist der einzige Sinn dahinter. Und daher bin ich der Meinung, das ist nicht deren Kerngeschäft. Das gehört auch nicht zu den kirchlichen Aufgaben. Rechtsberatung durchzuführen ist Sache der rechtsberatenden Berufe, aber nicht der Diakonie und nicht der Kirche und nicht der Caritas. Zunftbewusstsein. Es war auch früher so, dass die Caritas oder Diakonie mit speziellen Kanzleien, die darauf spezialisiert waren, im Asylverfahren die Vertretung organisiert haben. Die dann diffamiert worden sind von den Freiheitlichen und anderen als Asylindustrie. Die NGOs ziehen Verfahren absichtlich in die Länge. Nicht nur das, sondern die halten sich auch damit die Klientel im Lande und die haben auch nicht die Aufgabe als rechtsberatender Beruf oder in einer Stellung, die den rechtsberatenden Berufen zu überlassen ist, in die Verfahren sich einzuschalten. Und daher ist es hoch an der Zeit, dass mit diesem Unsinn, dass man die quasi zur Amtspartei gemacht hat, dass man damit abfährt. Der Österreicher, der sich einen Anwalt nicht leisten kann, hat das eine Caritas-Vertretung, eine Diakonie-Vertretung nicht. In einem Asylverfahren werden es kein Österreicher finden. Es gibt auch viele andere Österreicher, die sehr arm sind und sich einen Anwalt nicht leisten können. Die sind auf die Verfahrenshilfe angewiesen. So ist es. Und das ist auch dem Herrn Flüchtling zumuten, dass er einen Verfahrenshilfeantrag stellt. Da braucht er nicht die Caritas und die Diakonie dazu. Wieder zusätzliche Bürokratie. Das erspart sich sogar, weil der sagt, im Vornherein ist aussichtslos, lassen Sie das. Ja? Weil die Caritas alles hinaufzieht. Aber wissen Sie, das Problem, das wir haben, Herr Stadler, ist doch gerade im Flüchtlingsbereich bei diesen ganzen
erst- und zweitinstanzlichen Entscheidungen, wenn man sie die anschaut, mit den groben Ausreißern, wie sie ja selbst konstatieren. Da ist doch das Problem, dass ich heute sagen muss, okay, jeder hat ein Recht auf ein faires Verfahren, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und da glaube ich nicht daran, dass es zu einem fairen Verfahren kommt, wenn die Rechtsberatung direkt im Innenministerium stattfindet. Weil du der Meinung bist, weil die das Interesse haben, negative Bescheide zu lassen. Und es gibt ja ein Indiz dafür, keinen Beweis. Aber das Indiz, dass 47% der erstinstanzlichen Bescheide aufgehoben werden. Darf ich nur sagen, wer hat gesagt, dass sie dann in Zukunft, wenn es die Caritas und die Diakonie nicht mehr macht, dass sie dann auf die auf das Innenministerium angewiesen sein als Rechtsvertretung? Ich weiß nicht, wer die Rechtsberatung machen will. Entschuldigung, der Verfahrenshilfeanwalt. Ja, dann schaue ich mir an. Der Verfahrenshelfer, das war früher auch nicht anders. Ja, aber, der stellt einen Verfahrenshilfeantrag und kriegt einen Verfahrenshelfer gestellt. Aber Herr Stadler, jetzt bei allem Respekt, Sie wissen, dass wir ohnehin jahrelang, oder was heißt jahrzehntelang das Problem hatten, dass wir teilweise in Asylverfahren Flüchtlinge hatten, die bis zu 2 Jahren auf einen ersten Termin im Asylverfahren warten haben müssen. Wenn Sie das machen mit den Verfahrenshelfern, kommt es zu einer Überforderung epischen Ausmaßes. Na, weil so viele Verfahrenshelfer haben wir nicht. Aber das werden wir gar nicht zusammenbringen. Aber das ist ja lächerlich. Die haben wir erstens vorher zusammengebracht und zweitens, es gibt genug Anwälte. Gehen Sie mal hin in die Kammer und holen Sie sich mal eine Anwaltsliste raus. Aber da schaue ich mir an, dass ein Wirtschaftsanwalt jetzt den Verfahrenshelfer macht. Die Kammer weiß schon, wenn sie als Verfahrenshelfer wo einsetzt. Aber warum will man ein funktionierendes System ändern? Das ist doch die Kernfrage. Das ist nicht das Kerngeschäft von Caritas und Diakonie. Und ich sehe nicht ein, warum für eine spezielle Bevölkerungsgruppe eine spezielle Amtsvertretung. Weil es ein spezielles Bedürfnis gibt, offenbar. Das hat jeder Bürger ein spezielles Bedürfnis. Ja? Das heißt, ich kann nicht für jeden, der ein spezielles Bedürfnis hat, eine Amtspartei einführen. Das ist die Caritas und Diakonie sind Amtsparteien geworden. Ich sehe das überhaupt nicht ein, warum wir das bezahlen sollen. Die sollen das machen, wofür sie zuständig sind. Die Betreuung von Betreuung sollen sie weitermachen. Ich bin der Meinung, dass die Betreuung von denen nicht schlecht organisiert ist, dass das in Wirklichkeit grosso modo klappt. Auch da hat es Problemfälle gegeben. Ich meine, es gab Drogenhändler, die mit Caritas-Ausweisen erwischt wurden. Das hat es alles gegeben. Das hat dann der Erzbischof dann ziemlich rasch abstellen müssen, weil er genau gewusst hat, wohin das in der medialen Öffentlichkeit führt. Es gibt immer Probleme, wo Leute Menschen arbeiten, gibt es immer auch Fehleranfälligkeit. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Aber in der Rechtsberatung hat weder die Caritas noch die Diakonie noch irgendeine andere private Amtspartei etwas verloren, sondern da wird sich der Herr Asylant genauso um einen Verfahrenshelfer bemühen müssen, wie das jeder Österreicher auch da tun muss, der sich keinen Anwalt leisten kann. So, wir sind schon am Ende angelangt, haben ein bisschen überzogen heute. Danke auf jeden Fall an beide Herren. Wir machen eine kurze Pause.